Hallo und herzlich willkommen Leute, mein Name ist Alex, ihr seid auf dem Channel und heute gibt es eine neue Folge von Minecraft Sunrise und ich kann euch sagen, es lohnt sich wirklich, sich diese Folge anzugucken, denn es werden sich einige Dinge ändern, ihr seht es euch auch schon im Titel, es werden einige neue Koalitionen und Parteien entstehen und es werden vielleicht kleinere Guerillakriege ausbrechen. Allerdings, erstmal muss ich euch erstmal zeigen, worum geht's denn. Wie ihr wisst, bauen Erwin und ich so, jetzt haben wir halt ein Tunnelnetzwerk aufgebaut und hatten halt auch einfach ein bisschen darüber gefaselt, dass wir eine eigene Organisation gründen können, die dann halt Sunrise von unten erobert und... Oh, ich hab Auto, wieso hab ich Auto schon? Oh, und Hilfe, das muss ich immer... Hilfe, das ist ja... Ach, widerlich. Auf jeden Fall gab's eine Reaktion darauf von Hecki, der da unser direkter Nachbar ist. Und zwar habe ich vor Ewigkeiten, das ist für mich wirklich schon Ewigkeiten her, an Erwin eine Nachricht hingeschrieben. Ich werde dich finden und ich werde dir dein Wasabi, ich habe Wasabi übrigens falsch geschrieben, Wasabi klauen. Mit freundlichen Grüßen, gezeichnet Alex, CEO der Sunrise Mafia. Das war so ein Scherz zwischen Erwin und mir. Gedacht, ich wollte ihn einfach nur ein bisschen verarschen und er hat halt hier ein neues Nachrichtenboard aufgestellt. Deswegen dachte ich mir, ja, pinne ich einfach mal was dran, ne? Jetzt hat Hecki darauf geantwortet, wir werden die Sunrise Mafia zerstören. Die Könige. So, und ihr fragt mich jetzt wahrscheinlich so, okay, was ist denn los? Denn Hecki dachte, dass wir Erwin bedroht haben. Was Hecki nicht weiß, allerdings durch dieses Video jetzt erfahren wird, ist, dass Erwin einer von uns ist. Und dass das, es war als Scherz gedacht, aber es haben sich jetzt zwei rivalisierende Gruppen gebildet. Einmal haben wir hier die Mafia, denen schon einigen Leute angehört, also zum Beispiel ich, Ender Render, natürlich noch Luca, Lars, Nico, Nils, Erwin und wir Torben, also The Black Panther und Co. Also mit und Co. meine ich das gesamte äußere PC sehr wahrscheinlich auch. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Escalator, wir werden schon unsere Mitglieder hier finden. Und wir haben jetzt einen Gegenspieler bekommen, denn Hecki von Die Könige, wie er die Partei nennt, hat uns hier eine Nachricht hinterlassen, die heißt Rache. Lesen wir sie uns doch einfach mal durch. Hallo Alex, wir, die Könige, haben mitbekommen, dass du einem verbündeten Freund gedroht hast. Hier muss ich korrigieren, er ist nicht mit euch verbündet, er ist mit uns verbündet. Ihr konntet es nicht wissen, aber jetzt wisst ihr es. Das können und werden wir nicht akzeptieren. Wir geben dir bis Montag, dem 5.6.2017 um 12 Uhr Zeit. Dementsprechend muss man sagen, es ist gerade der 4.6.2017 und es ist 17.23 Uhr, sprich ich habe weniger als 24 Stunden, um 5 Diamanten, 20 Eisen, 5 Gold in diese Kiste hier zu legen. Sollte es zur gewünschten Zeit nicht in der Kiste liegen, wirst du etwas Böses erleben müssen. Bis bald, die Könige. Deine Nachricht, ja, da habe ich halt einfach noch reingeschrieben, also da hat er noch reingeschrieben, was ich halt da reingeschrieben hatte. So, und wie, selbstverständlich werde ich das nicht tun. Ich werde mir eine kleine Gemeinheit ausdenken, die ich da in die Kiste legen werde. Und auch ansonsten, ich habe mir die Hackys Folge angesehen, er meinte etwas von wegen, vielleicht wird der Berg weggesprengt werden. Da, Hacky, würde ich dich, boah, bei mir geht's. Alter Vater, es regnet bei mir gerade einfach von nix auf 100. Hecki, ich werde dich versuchen, gerade habe ich schon versucht, dich privat zu kontaktieren, um halt einfach mal ein bisschen für das Roleplay ein paar Rahmenbedingungen aufzustellen, denn ich will halt keiner, dass hier alles zerstört wird, das ist im Sinne von gar keiner. Allerdings freut es mich wirklich, dass wir rivalisierende Gruppen gefunden haben und das ist schon eher im Sinne. Deswegen so mit Berg wegspringen ist nicht so, wir werden uns dann mal ein bisschen unterhalten und ein paar Grundregeln festlegen, an die man sich zu halten hat in Warplay, weil sonst macht es keinen Spaß. Ich kann ja sonst auch einfach, was weiß ich, mit TNT cheaten und hier alles kaputt machen oder was meinetwegen auch erfarmen. Hecki hat ja hier angefangen, sein Haus zu bauen und das hier soll ein Palast der Könige werden. Was daraus wird, weiß man nicht. Wir haben ja angefangen, uns unterirdisch zu sammeln und wir werden eine unterirdische Versammlungshalle für die Mafia aufbauen und jetzt halt jeder, der jetzt von mir noch nicht kontaktiert worden ist, kann sich gerne der Mafia anschließen. Wir sind da für alle offen und ich glaube, wir werden jetzt erstmal als allererstes, wenn ihr meinen ganzen Junk, den ich noch von meinem ersten Versuch des 24-Stunden-Streams dabei habe, einfach mal alles weglegen, denn halt die YouTube-Server haben gesponnen. Die haben mich auch mega verarscht gefühlt, weil es halt einfach, yo, komm, einmal versuche ich zu
zu streamen und dann sind die Server down. Das ist schon kacke gewesen. Ich muss einfach den ganzen Crap hier einfach irgendwo hin. Aber die Chest kann ich behalten. Weil wir wollen ja gleich was reintun. Hat wer was, was Lava Soft at über ist? Nope. Auf jeden Fall. Ach, weil die können ja sogar in unsere seltenen Kiste. Auf jeden Fall werden wir uns das natürlich nicht gefallen lassen als Mafia. Da ein bisschen gegenwirken. Und ja, ich brauche jetzt mal. Guck, wir haben sogar Bock an Quill. Muss ich kurz gucken. Ah ja, okay, gut, das hatten wir noch übrig, deswegen auch immer. Okay, dann würde ich sagen. Nehmen wir uns. Hab ich die Kiste schon? Ach, ich bin ein bisschen durch den Wind. Ah ja, ich wollte was zum 14-Stunden-Stream sagen, denn da hat stattgefunden auf Twitch. Das ging dann eher in die Richtung von. Ah, hier hatte ich die Knöpfe noch. Ich habe mich schon gewundert, ob ich die Knöpfe. Das ging eher in die Richtung von einem 30-Stunden-Stream? Ja, das war fast ein 30-Stunden-Stream. Ich war 41 Stunden am Stück wach. Hab da irgendwie 4 Folgen von Minecraft Mario Party und Murder und so einfach so aufgenommen. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert. Ich will das kurz zu Ende erzählen, weil ich muss mich gleich ein bisschen konzentrieren, wenn ich was schreiben soll. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Und halt, wie gesagt, die YouTube-Server haben nicht funktioniert, das haben mich schon verarscht gefühlt. Deswegen auf Twitch werden wir ab jetzt streamen, weil da kann man auch viel lockerer und entspannter streamen. Vielleicht will ich so Sunrise auf YouTube streamen, wenn das gerade nicht rumbackt. Weil das vielleicht ist, was halt auch deutlich mehr andere Leute oder deutlich mehr Leute von dem Kanal interessiert. Auf jeden Fall haben wir hier ja Hecki und hier haben wir Ludwig. Und ja, ich glaube, ich denke mir jetzt mal eine kleine Nachricht aus und wir sehen uns nach dem Schnitt. So Leute, die Nacht ist schon hereingebrochen, allerdings glaube ich, habe ich ein ganz ordentliches Buch verfasst. Gegrüßt seid ihr Menschen niedriger Ebene, welche sich als die Könige bezeichnen. Ihr habt einen schweren Fehler begangen und euch gegen die Familie gestellt. Wie verblendet und leichtgläubig ihr seid, sieht man daran, dass ihr unseren Bruder und Verbündeten Erwin als bedroht ansieht und ihn als euren Verbündeten beleidigt. Wir sind viele. Wir sind überall. Wir sind in euren Kreisen. Wir sind in ganz Sunrise. Wir sind die Mafia. Dann habe ich auch noch ein Zitat von VW Vendetta reingesteckt. Das hatte niemals 100% im Kopf, aber ich glaube, ich habe es ganz gut getroffen. Hinter dieser Maske steckt mehr als Fleisch und Knochen. Mr. Creepy würde da noch reinstehen, aber das würde er nicht verstehen. Hinter dieser Maske steckt eine Idee. Und Ideen sind cool, sicher. Ich finde, das ist somit das beste Zitat aus VW Vendetta. Falls ihr den Film nicht gesehen habt, dann bitte unbedingt angucken, der ist echt geil. Seid nicht so leichtgläubig, leichtsinnig und denkt, dass ihr uns zerstören könnt. Sonst könnte euer Palast zur Grabstätte werden. Ja, ich finde, das ist eine relativ gut getroffene Antwort. Und ich habe mir gerade überlegt, ich werde die nicht bei ihm in die Kiste reinlegen, sondern ich werde die mit einem Buch aus meiner Kiste, Hilfe. Ich habe hier ein Buch drin gehabt von ihm. Und ich glaube, ich werde das erstmal als signieren mit der Pate. Sign Close, ja. So, dann nehme ich mal das hier raus, ersetze das hier und dann wollte ich hier noch Rotten Flash drumherum legen. Gucken wir mal, haben wir hier irgendwo Rotten Flash? Oder Pufferfische? Damit kann man ja nichts anfangen. Ich hätte ganz gerne einen Pferdekopf, den man ihn ins Bett legen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, habe ich leider nicht. Dann, muss mir halt anders helfen. Lest das Buch. Der Part. So, wunderschön. Und ich habe natürlich vergessen, meinen Timer weiterlaufen zu lassen. Ich habe ihn nämlich pausiert, damit ich halt jetzt das in Ruhe schreiben kann und mich dann nicht in der Uhrzeit oder in der Länge der Folge vertue. Allerdings soll das trotzdem passen. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier eine Antwort. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das entwickelt sich sehr positiv. Wir haben hier schon, also ich habe mir schon ein paar Pläne gemacht. Hier sind schon einige Verbündete, wir sind ein paar mehr mittlerweile, also jetzt auch schon im Laufe der Folge sind noch wieder welche dazu gestoßen. Ich werde wahrscheinlich, also ich bin ja am Sonntag auf und ich werde wahrscheinlich auch jetzt gleich direkt nochmal eine Sunrise News Folge aufnehmen, wo ich halt auf diese Folge verweise. Das weiß ich allerdings noch nicht ganz genau, ob ich da jetzt noch das hinbekomme, das schnell alles fertig zu machen und über die Bühne zu bekommen. Ja, ansonsten glaube ich, ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, was sind so gute Mittel und Wege, um seinen Gegner halt, um seinen Gegner aufzuhalten oder halt seinen Gegenspieler zu schwächen.
Das würde mich mal interessieren. Ihr könnt auch gerne Vorschläge machen. Ihr könnt sagen, für wen seid ihr? Seid ihr für die Könige oder für die Mafia? So, man darf nicht vergessen, wir sind zwar die Mafia und wir sind vielleicht in kriminelle Machenschaften verwickelt. Allerdings sind wir nicht einfach nur Kriminelle, falls wir überhaupt kriminell sind. Ich meine, ich habe den Namen einfach eher so just for fun genommen. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass wir halt, wie gesagt, kriminell mit Style sind und wir so ethische Werte, wie es die Mafia auch tut, ziemlich gut hegen und pflegen. Sprich, wir sind jetzt nicht einfach irgendwelche bösen Buben. Deswegen könnt ihr jetzt nicht sagen, ich bin nicht für euch, nur weil ihr Mafia seid und Mafia ist böse. So, muss man gucken. Auf jeden Fall, ich freue mich echt auf diese Wendung. Und auch an alle anderen Sunrise-Mitglieder, kontaktiert mich einfach mal, wenn ihr Teil der Mafia werden wollt. Wir haben unsere Pläne, wir haben unsere Versorgungslinien, wir haben unterschiedliche Aufgaben, die jeder hat. Und naja, wir werden jetzt noch ein paar größere Dinge machen müssen, aber das hat jetzt echt den Schwung ins Projekt wieder reingebracht, den er brauchte. Nachdem wir jetzt halt hier eine Woche weniger Sunrise aktiv gemacht haben. Und ich würde sagen, nächste Woche zeige ich euch einfach nochmal schnell meine Einrichtung von innen. Würde ich sagen, falls euch... Danke, mein Handy. Falls euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall nochmal oben da. Schreibt ein paar Kommentare und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschö.